Hallo, ich bin Dr. Dania Schumann und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu The Science of Life, dem Podcast, der sich mit Themen aus der Ernährungswissenschaft, dem Ayurveda, Yoga, aus der Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Lass uns gemeinsam unsere Fragen ans Leben mit Verstand, Herz und Humor betrachten. Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist für eine weitere Folge von The Science of Life. In dieser Episode geht es um das Vata-Dosha bzw. im Speziellen um den Vata-Typ. Und wir sprechen darüber, wie das Vata-Dosha und dein Körpertyp zusammenhängen, wie sich das Vata-Dosha in deinem Geist zeigt, wie das Vata-Dosha auch deine Emotionen beeinflusst und was du als Vata-Typ brauchst, um im Gleichgewicht zu bleiben. Wir schauen uns auch an, wie du ein Ungleichgewicht erkennst und was du dagegen tun kannst. Zuerst nochmal als kleine Erinnerung, im Ayurveda unterscheiden wir die drei Doshas Vata, Pitta und Kapha. Und diese Doshas sind Bioenergien, die die Funktionen im Körper regulieren. Das Vata-Dosha hat besonders stark die Eigenschaften Luft und Raum oder Äther ausgeprägt. Alle Doshas bestehen immer aus den fünf Elementen. Zu den fünf Elementen gehören Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther und der Raum. Aber eben zwei davon sind besonders dominant. Wie gesagt, beim Vata Dosha sind das Luft und Raum. Und diese zeichnen auch viele Eigenschaften des Vata Doshas. Vata steht für alles, was mit Bewegung im Organismus zu tun hat. Ja? Luft ist sehr mobil und der Raum oder der Äther bietet den Platz dafür. Und das Vata ist auch eng in Verbindung mit der Lebenskraft Prana, denn auch Prana hat verschiedene Bewegungsrichtungen und Prana wird durch die Bewegung von Vata reguliert. Qualitäten von Vata, die dadurch entstehen, sind auch Freude und Kreativität. Und auch die Sprache ist eine Funktion der Vata-Energie. Nun kannst du dir wahrscheinlich besser vorstellen, dass das Vata-Dosha einen Menschen mit sehr beweglichem Körper zeichnet, viel Bewegungsdrang gibt und auch eine quirlige Persönlichkeit verleiht. Und da sind wir beim ersten Fakt schon der Persönlichkeit, ja, im ausgeglichenen Zustand. Das ist immer ganz wichtig. Wir wollen erstmal davon ausgehen, dass wir das Vata-Dosha in seiner vollen Kraft nutzen. Und ausgeglichen bedeutet es, dass Vata-Menschen kreativ sind, fantasievoll sind, sie sind leicht für Neues zu begeistern, sie reisen gerne, sind experimentierfreudig und auch mitteilungsbedürftig. Und da das Vata eben zu so viel Bewegung beiträgt, sind Vata-Typen eher die Menschen, die von der schnellen Sorte sind. Ja, sie reden gerne schnell, sie gehen schnell, sie haben auch eine schnelle Auffassungsgabe und sie langweilen sich auch schnell, weil sie eben diese Veränderungen und die Bewegungen lieben und sie sitzen nicht gerne ruhig oder untätig herum. Vielleicht kennst du diese Menschen oder vielleicht gehörst du auch selber dazu, die immer in Bewegung sind und die immer etwas zu tun haben müssen. Und das ist häufig so ein Anzeichen auch von einer Vata-Persönlichkeit. Kommen wir zum Körperbau, denn wenn genetisch gesehen das Vata-Dosha vermehrt in deinem Körper ausgeprägt ist, zeigt sich das in bestimmten körperlichen Merkmalen. Und Vata-Typen haben einen leichten, einen feingliedrigen und flexiblen Körperbau. Und vielleicht kennst du auch die Menschen mit unglaublich spitzen Knochen, ich gehöre unter anderem auch dazu, und sehr schmalen Gelenken. Ja, alles gehört zum eher zierlichen Körperbau. Auch die Gesichtszüge von Vata-Typen sind eher spitz, genauso wie die Knochen. Die Augen sind eher eine kleine Augenform und auch der Blick ist häufig ständig in Bewegung. Das kann sich natürlich bei jedem unterschiedlich ausdrücken. Es kann natürlich auch sein, dass der Blick nicht unbedingt so umherschweifend ist, je nachdem, wie ausgeglichen eben das Vata-Dosha auch ist. Aber Vata-Typen nehmen generell einfach sehr viel in ihrer Umgebung wahr und
ja, dieser berühmte Huch, da fliegt ein Schmetterling. Sie sind sehr leicht abgelenkt und ja, einfach immer in Bewegung. Und durch die trockenen und luftigen Eigenschaften, ja, wir haben eben gesagt, das Vata-Dosha zeichnet sich eben auch durch das Element Luft aus, neigen Vata-Typen zu einer trockenen Haut, trockenen Haaren und brüchigen Fingernägeln. Ja, das muss nicht unbedingt der Fall sein. Wir haben eben so ein bisschen darüber gesprochen, dass es natürlich eben auch darauf ankommt, wie sehr sind wir im Gleichgewicht oder nicht. Vata-Typen haben von Natur aus eine eher dünne Haut. Man sieht die Venen wirklich sehr gut bei Vata-Typen. Und die dünne Haut können wir wirklich auch im wahrsten Sinne des Wortes nehmen. Ja, auch das Nervensystem ist einfach sehr anfällig. Ja, wir sagen das umgangssprachlich, eine dünne Haut gerade. Und das trifft eben auf den Zustand des Vata-Typen häufig zu. Und vielleicht kennst du auch die Angewohnheit, dir die Schildchen aus der Kleidung herausschneiden zu müssen, weil du einfach sehr empfindlich bist. Ja, die Haut wird auch unter anderem oder das Empfinden wird unter anderem auch dem Vata-Typen, dem Vata-Dosha zugeordnet. Ja, das heißt, da können wir sehr sensibel auch einfach sein auf bestimmte Einflüsse. Und deswegen reagieren wir da auch schneller auf Berührung. Durch die luftigen Eigenschaften, durch diesen sehr feinen Körperbau, kann es auch sein, dass der Körper eher drahtig wirkt, weil einfach weniger Fettgewebe vorhanden ist. Und das Feuerelement ist zum Beispiel im Vergleich zum Pitta-Typen viel weniger stark ausgeprägt und Vata-Typen frieren dadurch leicht, besonders auch in Kombination eben mit der dünnen Haut und wenig Fettgewebe. Vata-Typen zeichnen sich meist auch dadurch aus, dass sie einen wechselhaften Appetit haben und nicht so gerne zu festen Zeiten essen. Das trifft generell auf alles zu, was mit Planung zu tun hat. Vata-Typen sind gerne lieber spontan und legen sich nicht gerne fest. Und das Problem ist, dass Vata-Typen häufig eine eher geringere Verdauungskraft haben und dadurch auch zu Verdauungsproblemen wie zum Beispiel Verstopfung, Blähungen leiden oder auch eine mangelnde Aufnahme von Nährstoffen im Darm, weil die Verdauungskraft eben nicht so groß ist. Und hier ist auch wichtig zu erwähnen, dass eben ein häufig geschwächtes Immunsystem mit einer Vata-Konstitution einhergeht. Was an sich nicht bedeutet, dass das Immunsystem schlecht ist, aber einfach ein bisschen anfälliger ist, weil Vata-Typen weniger Ressourcen haben, körperliche Ressourcen und zum anderen eben auch unser Immunsystem sehr stark mit dem Nervensystem verknüpft ist. Dazu gibt es auch immer mehr Studien, die zeigen, wie das Nervensystem unser Immunsystem beeinflusst. Und Vata-Typen sind, was das Nervensystem anbelangt, eben nicht sehr widerstandsfähig. Ja? Auch was den Körper anbetrifft. Sie verlieren sehr schnell an Gewicht und müssen halt daher besonders gut darauf Acht geben, sich gut zu nähren und eben darüber auch das Immunsystem zu stärken. Also zusammenfassend nochmal auf einen Blick, was macht den Vata-Typen aus? Ein leichter Körperbau. Häufig das Gefühl von Kälte im Körper, eine sehr empfindsame und auch sensible Verdauung, auch ein leichter Schlaf, ja, auch das gehört zu einem sensiblen Nervensystem, ein schnelles Handeln, ein schnelles Gehen, ein schnelles Reden, schnelle Bewegungen sind Merkmale vom Vata-Typen, ein hellsichtiger und klarer Verstand, eine schnelle Auffassungsgabe. Und das bedeutet auch, der Vata-Typ lernt sehr schnell, aber er vergisst auch schnell wieder, weil er genau wie sein Gewicht eben Dinge schnell loslässt. Auf der emotionalen Ebene beeinflusst das Vata-Dosha zwei Emotionen besonders, und zwar sind es die Freude und die Angst. Vata-Typen können wirklich vor Freude, Kreativität, Energie nur so strotzen. Und auf der anderen Seite neigen sie aber auch eher zu Angstgefühlen, sind eher ängstlich. Wir haben über diese
Dünnhäutigkeit gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass der Vata-Typ an sich eher sehr sensibel ist. Und Angst ist eben die Emotion, die sich am schnellsten bei Vata-Typen manifestiert. Vielleicht fragst du dich jetzt, warum genau diese beiden Emotionen? Und es ist sehr spannend, wenn wir uns die Angst näher anschauen. Häufig ist es die Angst vor dem Unbekannten. Und was bedeutet das Unbekannte? Das Unbekannte ist erstmal ein Raum. Äther, ja, das ist dem Vata-Dosha zugeordnet. Und ein Raum, von dem wir nicht wissen, was in ihm entstehen wird. Und was brauchen wir, um Neues entstehen zu lassen? Das ist unsere Kreativität. Und unsere Kreativität kann nur aus der Freude heraus entspringen. Natürlich kann Kreativität auch angestoßen sein von schwierigeren Erlebnissen, die uns eben dazu auffordern, Dinge umzusetzen, zu verdauen, neu anzugehen. Aber wenn wir erstmal wirklich auf die Kreativität des Schaffens schauen, dann ist da häufig auch Freude mit verbunden. Das ist dieser Flow, in den wir kommen, wenn wir etwas aus uns heraus kreieren. Und das bringt uns auch zum nächsten Punkt. Woran erkennst du, dass du aus dem Gleichgewicht bist als Vata-Typ oder dass dein Vata-Dosha eben aus dem Gleichgewicht gekommen ist? Und wenn das Vata-Dosha aus dem Gleichgewicht gerät, dann kann es passieren, dass wir den Hang haben, sprunghaft zu sein, unzuverlässig und unüberlegt zu handeln. Und das luftige Vata-Dosha kann eben auch dazu führen, mit dem Kopf in den Wolken zu sein oder auch sprichwörtlich durch den Wind zu sein. Ein Überschuss an Vata kann es schwer machen, die Gedanken zur Ruhe kommen zu lassen. Es sind endlose Sorgen, Schleifen, die wir haben, weil emotional neigen Vata-Typen eben im Ungleichgewicht zu Sorgen, zu Angst, wie schon besprochen. Und auch die Gefühle von Leere und Einsamkeit treten schnell auf. Gerade wenn wir auch daran denken, dass das Vata-Dosha eben auch mit dem Raum verknüpft ist. Ja? Und dieser ungefüllte Raum, diese große Leere, dieser Raum des Entstehens, kann eben, wenn wir ihn nicht mit unserer Kreativität und Freude verbinden, eben auch dazu führen, dass ein Gefühl der Leere da ist. Auf der körperlichen Ebene zeigt sich ein Ungleichgewicht im Vata-Dosha dazu, dass wir zu kalten Händen und Füßen neigen, aufgrund auch schlechter Durchblutung. Die Neigung zu trockener Haut, trockenen Haaren sowie brüchigen Nägeln. Knackende Gelenke können auftreten und auch die Neigung zu Gelenkschmerzen bei kaltem Wetter. Verdauungsstörungen wie zum Beispiel Blähung, Verstopfung und ähnliches, auch Schmerzen im Bauchbereich. Ganz wichtig ist auch immer, körperliche Symptome eben ärztlich abklären zu lassen, bevor wir sagen, es ist das Vata-Dosha. Ganz wichtig, dass wir da unsere Gesundheit auch immer wieder checken lassen. Schlafstörungen können auftreten und auch ein Zittern im Körper, ja, Zittern der Hände oder Zittern auch der Augen und besonders, wenn auch die Muskeln nicht gut versorgt sind. Das kann natürlich auch an eine Unterversorgung an Magnesium liegen, wie auch da wichtig, das abzuklären. Wenn es durch das Vata-Dosha kommt, dann ist es eben häufig so, dass auch einfach unser Nervensystem überreizt ist. Wie kannst du dem vorbeugen, dass das Vata-Dosha aus dem Gleichgewicht gerät? Vata-Typen brauchen vor allem Wärme, einen guten Rhythmus und das Ankommen im Körper. Immer wieder wirklich sich dem Körper bewusst zu werden. Ja, wenn wir daran denken, dass der Kopf so häufig in den Wolken ist oder so sehr die Gedanken im Kopf kreisen, es ist immer wieder wichtig, sich im Körper zu verankern, sich zu erden. Und dafür sind regelmäßige Pausen zum Durchatmen wichtig. Die Atmung ist sehr wichtig für Vata-Typen, denn die wird schnell flach, besonders unter Stress, Nervosität und auch unter Angst.
Und im Sommer ist der Watertyp eher in seinem Element, weil er liebt nämlich die Sonne und die Hitze. Aber im Herbst und im Winter muss er besonders auf sich aufpassen. Er braucht viel Wärme, ja. Und die kann er sich geben in Form von Bädern, Sauna oder eben einer warmen Decke. Und es ist auch besonders wichtig für Watertypen, sich warm anzuziehen und vor allen Dingen den Hals und die Ohren vor Wind und Kälte zu schützen. Ja, wir gehen im Ayurveda davon aus, dass Gleiches vermehrt. Ja? Und das Gehör wird zum Beispiel dem Vata zugeordnet und auch die Luft. Und Wind ist deswegen eine natürliche Kraft, die dem Vata-Dosha besonders zusetzt. Und deswegen ist der Herbst eben auch die Zeit von Vata mit seinen rauen, trockenen Eigenschaften und vermehrt das Vata im Körper zusätzlich. Gute Self-Care-Rituale für den Vata-Typen sind eben Momente der Ruhe, ja, wo du es schaffst, deine Gedanken und deine Geschäftigkeit zu entschleunigen, wo du mal die Füße stillhalten kannst. Und am besten eignen sich Kerzen dazu, ja, auch das Licht, die Wärme am Kamin zum Beispiel, wenn du einen hast, oder auch in Form von einem duftenden Räucherstäbchen. Was die Haut anbelangt, freut sich die trockene Vatehaut über eine ölbasierte Hautpflege. Ja, das kann zum Beispiel auch Shea-Butter sein, eine Creme mit Shea-Butter oder warme Ölmassagen. Besonders eignet sich hier Sesamöl für das Vata-Dosha. Dampfbäder sind super, damit das Öl einziehen kann. Und dann wichtig auch immer wieder, das Öl sanft abzuspülen danach, damit die Haut selber rückfetten kann. Und auch das Essen sollte zu einem wichtigen Ritual für Vata-Typen werden. Und diese Typen vergessen eben leicht, auf ihre regelmäßigen Mahlzeiten zu achten. Und dann essen sie entweder viel zu spät oder sehr unregelmäßig. Und genau das bringt sie aber aus dem Gleichgewicht. Und deswegen ist es für diesen Typ besonders wichtig, Regelmäßigkeit in die Mahlzeitenstruktur zu bringen. Vata-Typen brauchen auch am meisten Schlaf von allen Doshas, weil sie das sensibelste Nervensystem haben und der Schlaf besonders wichtig ist, um zu regenerieren. Und deswegen solltest du als Vata-Typ auch darauf achten, Regelmäßigkeit in deine Schlafenszeiten zu bringen, um vollständig regenerieren zu können. Vata-Typen bewegen sich sehr gerne schnell, das weiß ich. Aber sie werden vor allem durch achtsam geführte Bewegungen und beruhigende Atemtechniken ausgeglichen. Auch wenn der initiale Impuls ist, die schnelle Vinyasa-Yoga-Klasse oder laufen zu gehen. Was nicht bedeutet, dass man das als Vata-Typ nie wieder machen kann. Aber es muss definitiv einen geringeren Stellenwert haben als all die Techniken, die wir zur Erdung benutzen. Vata-Typen brauchen ein ruhiges Mindset, um wirklich ihre Klarheit zu finden, um ihre Entscheidungen gut treffen zu können, um sich besser strukturieren zu können. Und deswegen frage dich immer in diesen Momenten, wie du die Dinge weniger hektisch angehen kannst und wie du mehr entschleunigen kannst und wo du immer mal wieder Pausen in deinen Tag einplanen kannst. Und wenn du das Gefühl hast, dafür keine Zeit zu haben, dann atme genau dann in regelmäßigen Abständen einfach 3-mal ganz tief ein und aus. Und das wird schon einen riesen Unterschied machen. Bei der Ernährung gilt für Vata-Typen warm, saftig, verdauungsanregend gewürzt. Weil die sensible Vata-Verdauung einfach Unterstützung braucht und wir werden unterstützt bei der Verdauung, wenn wir unsere Mahlzeiten, wenn wir die Lebensmittel zumindest kochen, dünsten, was das Gemüse anbelangt, wenn wir warm essen und auch saftig, um die Feuchtigkeit wieder zurückzubringen, ja, auch verschiedene hochwertige Öle ausreichend integrieren. Und verdauungsanregend gewürzt bedeutet, Gewürze zu benutzen, die vor allen Dingen entblähende Eigenschaften haben. Zu scharfe Gewürze sind nicht gut, weil sie den Vata-Typ noch mehr austrocknen. Dann ist es wichtig, auch zu wissen, was wir tun können, nicht nur präventiv, was ich gerade genannt habe, sondern auch, was passiert eigentlich, wenn unser Vata jetzt aus dem Gleichgewicht geraten
ist. Ja, wenn du schon sagst, okay, ich bin schon an dem Punkt und es fällt mir dadurch besonders schwer, irgendwie diese Regelmäßigkeit reinzubringen. Also fokussiere dich natürlich auch da drauf. Aber dann ist es wichtig, dass du vor allen Dingen erst einmal die Symptome beobachtest. Ja, du merkst es daran, dass du aus dem Gleichgewicht bist, wenn du dich besonders gestresst und überfordert fühlst. Ja, Schlafstörungen, wie eben genannt, ja, auftreten, wenn du dich dünnhäutig fühlst und Schlafwandel kann zum Beispiel auftreten, im Schlaf zu reden, Zähne knirschen, all das sind eben nicht seltene Vata-Symptome. Und es ist auch wichtig zu wissen, dass du nicht nur als Vata-Typ in dieses Ungleichgewicht kommen kannst. Ja? Jeder kann diese Symptome aufweisen, wenn das Vata aus dem Gleichgewicht kommt. Ja? Beim Vata-Typen passiert es eben schneller, weil sie natürlicherweise schon einen größeren Anteil vom Vata-Dosha in ihrer Genetik haben. Aber wichtig ist dann eben, wenn du diese Anzeichen merkst, dass du wirklich danach handelst, das Vata-Dosha wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Eben indem du schaust, dass du diese Wärme integrierst, indem du schaust, dass du wirklich anstatt vielleicht, wenn die Neigung ist, jetzt schnell zu essen oder unterwegs zu essen, was Trockenes zu essen, was Kaltes zu essen, dass du dir da wirklich nochmal bewusst die Zeit nimmst, dass das, auch wenn es gerade dein Impuls ist, wirklich zu schauen, eventuell tut dir jetzt wirklich was Nährendes, Warmes gut, ja, etwas, was dich mehr erdet. Auch Wurzelgemüse sind immer super zu integrieren, um das Vata-Dosha auszugleichen, besonders im Herbst. Und genau, das ist einfach wichtig, auch in den Momenten, wo du denkst, dass du keine Zeit hast für eine Meditation, wo du keine Zeit hast für eine Yin-Yoga-Stunde, ja, dass du dir wirklich diese Zeit trotzdem nimmst, weil du funktionierst nicht besser, wenn du immer schneller, weiter, höher fährst, sondern am besten funktionierst du, wenn dein Nervensystem ausgeglichen ist. Und das sollte deine erste Priorität sein, weil es eben dein Immunsystem beeinflusst, weil es deinen ganzen Hormonhaushalt beeinflusst im Körper, wenn du unter Stress stehst. Alles, was mit deiner Verdauung, was mit deinem Appetit zu tun hat, all das wird eben darüber beeinflusst. Und deswegen ist es wirklich so, du kannst dir das vorstellen, wenn du dir die Zeit nicht zum Tanken nimmst, dann ist irgendwann der Sprit leer. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass du zum einen präventiv arbeitest mit den genannten Methoden, aber auch wirklich die Bremse ziehst, wenn du merkst, dass sich dieses Ungleichgewicht schon manifestiert hast. Ich hoffe sehr, dass die Folge dir geholfen hat, egal ob du ein Vata-Typ bist oder gerade ein Vata-Ungleichgewicht in dir erkannt hast. Und ich freue mich sehr, wenn du die Folge auch mit Menschen teilst, die vielleicht genau diese Folge gerade hören müssen. Und ich freue mich auch sehr, wenn du den Podcast abonnierst und bewertest, mit noch mehr Menschen teilst, damit dieses Wissen für uns alle zugänglich wird. Du kannst mich jederzeit finden auf den sozialen Medien, auf Instagram unter dr.dania.schumann und auf Facebook unter Dr. Dania Schumann. Du findest mich außerdem auf meiner Webseite unter www.daniaschumann.com. Dort findest du viele Informationen zu Ayurveda, Ernährung und Yoga auf dem Blog. Du findest auch mehr Informationen über mein Angebot, wie zum Beispiel die Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda-Ernährungscoach. Die startet mit dem nächsten Durchgang im Februar 2023. Und du findest auch Informationen über die Kurse, die ich anbiete, wie zum Beispiel den Ayurveda Reset. Also wenn du dich jetzt gerade dort wiedergefunden hast mit einem Vata-Dosha aus dem Gleichgewicht, mit
vielleicht auch einer leichten Überforderung gerade oder das Gefühl, dass alles zu viel ist, dann kann ich dir sehr den Ayurveda Reset Kurs ans Herz legen. 7 Tage, die du gut in deinen Alltag integrieren kannst und die dir einfach nochmal mehr Raum schaffen und die Möglichkeit, einmal den Pause-Knopf und den Reset-Knopf zu drücken. Schön, dass du heute mit dabei warst für diese Folge und ich wünsche dir alles Liebe. Namaste.